Weihnachtsgeschichte damals mit Waldemar 64 oder so, der da Michael diese E-Mail geschickt hatte. Nee, erzähl mal. Ah, das gibt es, glaube ich, auf YouTube. Irgendjemand hat das auf YouTube reingeschmissen. Ich habe das damals noch live miterlebt. Gute Was? alte Giga Games Zeit. Gott, Ah, bist du alt. ja, ich bin echt alt. Ich habe Giga Games noch erlebt. Hol mal wieder meinen 50-Minuten-Abbruch, by the way, also nicht wundern. Ja, Ja, schon ist jetzt komisch, ja dass du egal. das Wir sind ja hast. auf dem Server, Gott sei Dank. Naja, jetzt machst du das ja aus, ja. Andere Twitcher haben sowas nicht. Ich habe keine Ahnung, was bei mir ist. Das ist hier, die anderen Twitcher sind das. Die machen das, um Genau. ihn klein zu halten. Jetzt schon so viele Abonnenten nach so kurzer Zeit, das können sie nicht riskieren. Nee, deswegen müssen sie ihn klein halten. Deswegen Er müssen sie setzt hier. ja auch noch Facebook bald mit seiner Homepage. Nur dass da über Wissen lukriert wird. Und über wichtige Themen. Oh Ja, mein Wissen ist Gott. auch witzig. Also da gibt's ja hier, es gibt ja mein Postillon kennt ja jeder und es gibt ja auch andere Satire-Nachrichtenseiten im Internet, die so Fake News, sage ich mal, Dings posten. Und da hat dann letztens auch sich einer aus meiner Freundesliste über Facebook tierisch drüber aufgeregt, über das, was so eine österreichische Satire-Seite gepostet hat. Und die hat dann irgendwas gepostet wie neue Facebook-AGBs, Zuckerberg erhält Recht auf jedes Erstgeborene oder so. Und weißt du, und dass Zuckerberg quasi jedes Erstgeborene bekommt von jedem, und die hat sich da richtig tierisch drüber aufgeregt, ne, was er sich denn Ehrlich. einbildet und bla bla bla. Hi Apollo. Es gibt Also bestimmt. ich habe immer so gedacht, Mensch, ne, also es gibt ja immer so ein paar, die auf sowas reinfallen und sich aufregen und so. Postet ja auch immer mal wieder Screenshots von Kommentaren von Leuten, die sich über sowas aufregen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass in meinem Umfeld dann tatsächlich mal sowas passiert. Das ist doch herrlich. Irgendwann hast du dann ein Kind, das Milliardär ist. Und Zuckerberg hat wahrscheinlich am meisten Kinder dann. Ja, hat dann 1 Milliarde Ja. Adoptivkinder oder so. Ne, er Da kriegt ist ja er nur aber, die glaube ich, Rechte, also schnell kann sich pleite, wenn er da aussuchen. Kindergeld zahlt. Oh, kann ich mich irgendwo heilen? Ich glaube, ich sterbe gleich eines grausamen Todes. Mutterschiff vorne, Steuerbord und Backbord sind jeweils letzte Warning, oder Stationen auf Energy is dem low. Deck ist auch was. Life Support Systems may be fail. Nee, glaube ich, habe ich noch nicht gemacht, so genauermaßen. Gott, nur noch 3,5%. Ja, gibt es auch irgendwie einen Performance Impact, wo ich jetzt am Minern bin? Nö, ich merke gar nichts davon. Okay, ist ja auch nur Drei Prozent. Ameisenminern hier mit diesem kleinen Ding. Aber es funktioniert. Ich Oh nur ganz kurz Gott. mal den. Wie stelle ich das Jetpack aus? Also ist die Miner-Grenze, Hauptsache X, der Miner kann X. mit reingehen. Also kann sich So, komm durchbuddeln. hierher. Nur noch 1%, Los, ich hinsetzen, sterbe. P, hinsetzen und halt die Fresse. Drück Armer T. Picker. So, Ende im Gelände. Ach, ich dachte schon, er stirbt jetzt vorm Stuhl. Ich hab's auch gedacht, ja. Die ganzen Materialien weg dann. Dann, ich habe das ganze Uran, was ich aus diesem blauen Schiff rausgenommen habe und so, ist alles flöten gegangen, als ich gestorben bin beim ersten Aufprall. Ach, scheiße. Naja, gut, wenn du jetzt genug Uran Ja, sammelst, nein, ist halt. das baue ich hier in 2 Sekunden ab, was da Eben, das ist nicht so schlimm. flöten gegangen ist. Also ja, den Router neu zu starten vorher habe ich noch nicht, das werde ich mal machen, das ist eine gute Idee. Auf jeden Fall ist es ein Fehler, der leider Gottes immer wieder vortritt und ich habe bis jetzt noch Router neu starten, Firmware-Update vom Ich bin im Router. Stream, seht mich an. Oh, toll! Volltrottel, jetzt hast du mein Dings hier weggenommen, du Nasenbär. Och, immer diese gettosüchtigen kleinen Kinder, ja, schlimm sowas, wirklich. Schmeißen raus. Weil ich mache ja auch gleich, wenn er so gettosbewusst ist. Ich habe aber immer noch keinen Jetzt. grünen Stern bekommen. Doch, habe ich doch gesagt gehabt. Das hat dir nicht Welchen? gefallen. Ja, Horst hat dir nicht gefallen. Nee, der war ja schon Ich hab vergeben. auch einen Namen. Graf Koks von der Grasanstalt. Ich glaube, der ist wieder zu lang. Wir brauchen irgendwas Cooles, was kurz ist. Weiß nicht, ob MC Hammer noch da sein wird. Hi Julian, wegen ADSL reconnecten, fragt mich doch solche Sachen nicht, Jungs. Ob mir irgendwann dieser Reaktor um die Ohren fliegt, wer weiß. Ui. Kann das sein, dass hier noch die Triebwerke von dem Schiff an sind? Na klar. Warum? Ich finde eine Wand mal dafür. Ja, weil es so ist.
Ich sollte mal. Also ich werde es mal versuchen, ob das das Problem löst. Das weiß ich natürlich nicht. Das ist ein unendlich nerviges Problem. So, wo müssen wir hin? Maurice. So viel zum Thema Internet. Ach so. So knapp 30.000 Uran. Weg. Na, wie gesagt, du kannst ja gleich mal den Dings ausprobieren, den. Ja, da bin ich jetzt auch im Weg. Wolltest du das angucken? Ja. Erste bitte mal in Aktion. Ich fahr sie mal aus. Ja, fahr's mal aus. Ich fahr's mal aus. Tau mal, was die. Alle Augen auf mich gerichtet von deinen. Entweder ich reiß gleich dir dein hinteres Undock-Teil raus oder nicht. Wir werden es gleich sehen. Also ich werde jetzt mal ausprobieren, vielleicht hilft's ja. Weil es immer 50 Minuten stattfindet. Es kann natürlich sein, dass es wirklich das Reconnecten ist. Das werden wir dann sehen. Also Stefans Anflug war auch schon mal besser. Halt, du musst doch vorwärts fliegen, du fliegst da voll gegen. Ich muss ja erstmal die Sicht wechseln. Ach so. Erstmal in einer Dimension quasi und dann in der anderen. So. Ups. Noch die Undock-Dinger da eben gruppieren. Verbinder umschalten, Verbinder sperren. Nee, noch später nicht. Warum sind die nicht, und die reagieren denn nicht? Warte mal ganz kurz. Nicht, dass wir diesen Bug haben, den wir schon mal hatten. Kennt ihr, kannst du dich daran erinnern? Ja. Warte, ich mach mal ganz kurz die Verbinder alle aus und wieder an. Bestimmt aus, an. Die gehören niemandem. Die gehören eigentlich niemandem. Warte mal, ich pack's mal auf mich stellen. Warte mal ganz kurz. Yes. Ich glaube, du musst auf dich und dann auf alle. Ja, ja, ich mach's ja gerade schon. Auf mich. Ja, und ja. Mit meiner Fraktion jetzt teilen. Jetzt funktioniert es. Angedockt. Angedockt und es zappelt bei mir zumindest nicht. So, hast du einen bestimmten Wunsch, wo die Sachen reingeworfen werden sollen? Direkt in eine Raffinerie oder? Im Grunde am einfachsten ist einfach, weil ich mach's selber. Ich bleib da einfach stehen. Okay, weil ansonsten die Reaktoren und so auch nochmal umbenennen, dass man dann so quasi sich großer die Frachtcontainer, ja, die Frachtcontainer einfach nur so ein bisschen. Schade, dass die Frachtcontainer nicht alphabetisch sortiert sind, aber dann kann man, wenn der Frachtcontainer Eingang heißt, dann kann man halt oben filtern und einfach Eingang reinschreiben und dann hat man gleich die Abladestelle. So, schwupps. Im Grunde ist es zu Anfang scheißegal, weil die Raffinerien sich sowieso alle schnappen. Und jetzt fleißig Uran herstellen. Schönen Dank für die erste Uranlieferung. Ich brauche noch eine. Alles raus? Ja, alles schon draußen. Also wie gesagt, Gabi, ich werde es auf jeden Fall probieren. Das wäre zumindest eine sehr, sehr hilfreiche Geschichte, denn das ist das unendlich nervig. Diese Scheiße. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn ich dieses Problem lösen könnte. Ich merke gerade, ich baue das falsche Schiff. Aber naja, es ist ja nicht schlimm. Was macht eigentlich Alex die ganze Zeit? Hat jetzt noch am Mampfen? Stimmt ja, der war ja am Mampfen. Abdocken ging auch ohne Probleme, oder? Ja. Alles. Mache ich jetzt noch eine kleine Optimierung noch am Schiff. Das klassische Spiel. So, ich muss auch am Anfang hier. Das ist, ich wollte doch eigentlich ein Grinder-Schiff bauen. Warum mache ich denn was anderes? Bin ich doof? Das brauchen wir wahrscheinlich nicht. Und mittlere Frachtcontainer wahrscheinlich auch nur. Nämlich
2 oder 1? Oder 3? Na, ich gehe nur 3 am besten. Nimm 4. Na, ich nehme 3, weil es muss ja mit den Dings passen. Nimm 4. Nee, ich nehme 15. Also, ich weiß nicht, ich habe niemals zugehört, um was es geht. Ja, das ist das Schöne, was liebe ich aber, Leute. Aber Kommentar abgeben! Ja, klar, mal einen Snapshot zu geben. So, jetzt habe ich Beleuchtung ein bisschen. Ja, ich bin bei Tele dumm. Oh, da unten ist ja noch ein Uranvorkommen. Oh, ich bin da. Viel Spaß. Am Uran satt. Uran satt, genau. Wieso fliegt hier so viel Zeug rum? Wo? Beim roten Schiff fliegt haufenweise Zeug rum. Vielleicht von Momo, weil er voll war und es nicht gemerkt hat. Sammeln wir mal auf. Ich gehe inzwischen alles. Das ist. Du kannst übrigens mit dem Trennschärfer einsammeln, ne? Hä? Ja. Ups, die ist weg, okay. Das ist das Praktische daran. Du kannst auch mit der Flex Sachen, die fliegen. Das wusste ich übrigens auch nicht. Das habe ich zufällig eben gerade vorhin noch gesehen. Dass das funktioniert, wusste ich persönlich auch nicht. Wenn ich ehrlich bin. Aber dann testest du sowas doch mal aus. Der ist Momo einfach geplatzt. Ja, wahrscheinlich, ne? Hallo Franzi. Er hat schon gerade Hallo zu dir gesagt, das hat man schon gehört. Ja, ein Hallo von Franzi. Juhu! Franzi sagt Hallo zu mir. Sie mag mich. Oh, zu mir nehmen. Dich mag sie nicht. Oh, wir brauchen Anzeigen. Nee. Alex, kannst du mal nach Anzeigen suchen? Türen sind ganz gut. Anzeigen, jupp. Danke. Wird jetzt für. Nein. Steffen muss dir mal ein Bierchen. Ey, gut, der hat echt nicht gemerkt, ne? Ich hab mindestens 400 Eisenplatten schon eingesammelt. Nicht schlecht. Ja, ich würde trotzdem mal testen. Mehr als dass es nicht funktioniert, kann ja nicht passieren, aber so wie es jetzt ist. Ja. Haben wir noch ein bisschen Uran über? Ich glaube, wir müssen das rote Schiff ein bisschen stabilisieren. Ich denke, zu wobbeln. Warte. Uran haben wir auf jeden Fall noch. In verarbeiteter Form, um das. Das wird ja gerade. Oh, mein Schiff fliegt. Weg. Ich sehe mich schon gleich sterben. Ach Gott, immer diese Scheiße mit den wegfliegenden Schiffen. Schiff gibt's keine Türen mehr. Ah doch, da ist einer. Hopp, hopp, hopp. Sonst die Station an der obersten Stelle, das sind glaube ich noch ein paar Bedienkonsolen. Da sind auch ziemlich viele Anzeigen drin. Hier gibt's zwei Türen. Gehabt gerade. Mein Schiff retten hier. Irgendwie hat sich hat sich's gelöst. Das ist auch so eine witzige Geschichte, das jetzt automatisch mal lösen. Ich glaube auch, dass die Füße gerade aktuell noch ein bisschen buggier geworden sind. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass sie irgendwie nicht so richtig halten und funktionieren, wie sie sollten. Hatte ich überhaupt einen Reaktor? Was? Ob das rote Schiff überhaupt noch einen Reaktor hat, wundere ich mich gerade. Ich kann es dir nicht sagen. Ohne Reaktor kann man es auch nicht stabilisieren.
Ich muss mal was anderes retten hier. Mein Grinding-Schiff hat sich gerade den Antrieb gedacht, es wäre eine coole Idee wegzufliegen. Auch wahrscheinlich wegen den. Ich hab's eigentlich gar nicht angestupst. Mit den Schiffen in der Station. War da noch was zu retten? Ich habe keine Ahnung, die noch existieren. Na, da ist ja ein Grindschiff bei. Ja, ja, also ich will ja keins, will ja mein eigenes haben. Nee, aber dann hast du ja die Teile. Wenn du da die Reste von abschlachtest. Ja, mein schwebt gerade weg, verstehst du? Ich muss gerade mein Zweckschwebendes retten. Wäre schon dabei. Ich muss gerade mal. Ich brauche Triebwerkskomponenten. Soll ich das irgendwie. Soll ich bei mir Fuß anlöten und das Ding einsammeln? Auch bis jetzt geht's. Ich bin kurz davor, es einzusammeln. Es sieht ganz gut aus. Das einzige funktionierende kleine Schiff. Ja, außer das Mutterschiff. Das ist ein Heckspoiler. Der Mutterschiff. Wie so ein Heckspoiler. Ja, hinten dran ein Heckspoiler. In T-Form. Ach so, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. So ein bisschen wie das Planet Express Schiff aus Futurama. Das muss ich überlegen. Aber ich habe mein Schiff gerettet. Ich wäre doch gelacht, wenn ich jetzt nicht mein Schiff retten kann. Ein paar Anzeigen sind im Container im Rechten. Danke. Okay, drei Stück, das ist uns ja der Renner. Ich versuche mal noch mehr rauszuholen. Anzeigen. Hoffentlich reichen die drei. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt brauche, ehrlich gesagt. Ein Cockpit wäre jetzt ganz hilfreich. Jo, hat gereicht. So, welche Richtung haben wir denn noch nicht? Nach oben. Muss ich mal ganz kurz wieder meine kleine Stabilisierung hier einbauen. Kann ich zumindest mal eine Runde fliegen. Sollten wir vielleicht den Schwerkraftreaktor von der Station wieder einschalten, damit die ganzen kleinen Trümmerstücke, die Stefan gerade aufwirft, also die Asteroidensplitter, nicht rumfliegen? Ich hab nicht. Ja, kannst du machen. Also ich habe keine Probleme, Stefan. Steffen. Nee, nicht direkt Probleme, aber ich merke bei mir, dass die Frames mir runtergehen, deswegen will ich das. Nee, weil gerade jemand sagt, dass das Stream lockt, aber ich habe nichts dergleichen zu spüren gekriegt. Herstellungskomponenten. Herstellungskomponenten. So. Gucken wir mal, ob ich das Schiff ankleben kann und dann ist. Auf den Reaktor. Mach's gut, Tajana, viel Spaß, schönen Abend noch. So, schau mal, ob der Fuß wirklich nicht mehr funktioniert, weil ich muss ein bisschen. Ja, funktionieren du das schon, aber ich habe das Gefühl, dass einfach ein. Große Ecke rausgebissen lassen. Instabiles. Problem ist, ich brauche jetzt den Fuß, weil ich muss erstmal den Rest zu Ende bauen.
So, Reaktoren. Also mit VSC soll es angeblich richtig gut laufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Erfahrung damit. Stefan, bist du noch mit Uran beschäftigt? Ja. Guck mal ganz kurz, wie es aussieht. Sieht nicht schlecht aus. Nach der Runde kannst du dann schon mal... Runde, soll ich wirklich bis hier alles? Weil jetzt mit Gravitation ist geil, weißt du, jetzt werden die ganzen Sachen schön rangedrückt, dann fliege ich mir nicht so viel weg. Ja, okay. Ich guck mal ganz kurz, wie viel. Hätte. Wie sieht's denn eigentlich aus? Wo bist denn du überhaupt? Ach, du bist da noch. Na, schon ein gutes Loch gegraben. Ja, in der Runde kannst du schon mal anfangen. Obwohl ich glaube. Eisen brauchen wir eigentlich nicht, meinen. Nee, aktuell nicht, nee. Du kannst weiterhin auch anmachen. So ein paar Spezialsachen, wie Platin und. Na, jetzt haben wir auch so viel Zeugs durch den anderen Kram, dass wir da erstmal sagen können, Uran ist das Wichtigste. Ja. Und alle anderen Materialien haben wir wahrscheinlich, weil wir eine Station und zwei Schiffe zum Zerlegen. Ja, eben, deswegen. Da müsste eigentlich alles in Massen drin sein. Denke ich auch, das sollte gehen. Achso, ich muss ja erstmal einen reinpacken. Ah, erklärst du gerade, wie es geht? Okay. Aber Momo ist direkt verschollen, oder? Ja, ich hab nichts von ihm gehört. Hat sich noch nicht gemeldet. Auch nicht per irgendwelche anderen Möglichkeiten. Ich hätte die Bandbreite von seinen Eltern aufgebraucht, also. Ach, arme Schwein. Er ist wirklich arm dran. Noch keine Ausbildung, nichts. Stehst dann so ein bisschen in... Das ist schon scheiße. Das ist wirklich blöd. Also bei dem armen Kerl ist es wirklich ein bisschen scheiße. Also den haben sie ein bisschen in den Arsch gefickt. Oh, ich hab Arsch gefickt gesagt. Ich hab's ja genau passiert, ist, aber. Naja, den haben sie da irgendwie. Der hat, glaube ich, eine Ausbildung angefangen oder irgendwas. Wie war denn das nochmal? Oder angefangen zu arbeiten, weil er keinen Ausbildungsplatz gefunden hat und. Dann irgendwie relativ plötzlich, dann kurz vor Weihnachten, haben sie dann gesagt, okay, Jungle, kannst nach Hause gehen, so ungefähr, und okay. Das war ziemlich scheiße auf jeden Fall. Naja gut, der ist ja auch durch die Hand, die er hat, ne, diese eine Hand, die er ein bisschen, ja, wie soll man sagen? Ja, ich hatte in der Schule, war bei mir einer in der Klasse hier. Was sagt man dazu? Ich will nicht sagen, verkrüppelt klingt scheiße. Verändert klingt auch irgendwie blöd, auf jeden Fall hat er gehandicapt, ja gut, ja. Danke fürs Wort. Auf jeden Fall hat er mit der Hand ja ein bisschen, dadurch war es natürlich automatisch schon generell schon mal im Visier letztendlich, ne. So, einer kann ja gar nicht richtig arbeiten, das geht ja gar nicht, das ist ja faktisch unmöglich. Naja, hier das... Hier in der Klasse hat Tischtennis gespielt. Und das geht alles, das geht immer, wenn man das... Momo ist ja auch am Zocken und alles. Ja, es ist wieder dieses, ich glaube, das ist wieder dieses klassischen Vorurteil, die dann kommen, ne? Ja, auf jeden Fall. Und da leidet er ein bisschen drunter, der arme Kerl, hat das... Naja. Nun ja, und das ist halt so ein bisschen das Thema.
bei ihm. Ja, funktioniert. Ach, Mr. Tax. Flash und Java geht bei dir nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dann muss ich an deiner Stelle mal wirklich Gedanken machen, warum das der Fall ist, weil das dürfte eigentlich nicht gehen. Also, wenn eins von beiden nicht geht, okay, aber wenn beide nicht gehen, dann ist irgendwas definitiv falsch bei dir, Mr. Tax. Was hast du? Einen normalen Desktop oder hast du einen Laptop? Das ist unmöglich, das geht gar nicht. Also ist irgendwas ganz gewaltig falsch bei dir. Hm? Aber stimmt, was Apollo sagt, es liegt bei mir auch nach Linux, aber ich weiß nicht, ob du Linux nutzt. Nimmst du Linux? Nee, ist aber Windows. Komisch. Sehr komisch, um nicht zu sagen außerordentlich komisch. Gleich wieder da. Bis gleich. Was nimmst du denn, Windows 7 oder was für ein Backsystem? Bleib wieder bei der Homepage. Okay. Also, Mr. Tax, das ist nicht normal, dann ist das Verhalten bei deinem PC. Nenn uns doch mal Betriebssystem. Ist es ein gekauftes? Ist es ein selbst aufgesetztes? Was für ein System hast du? Was? Windows 7, Windows 8? Funktioniert es nur im Browser nicht? Genau, funktioniert es nur im Browser nicht. Karma oder so. Nein, Mr. Tax. Softwareprobleme lassen sich immer lösen, nicht aufgeben. Wenn der Browser nicht funktioniert, dann wäre die Frage, hast du irgendein NoScript-Programm oder sowas? Sehr gemacht. Bin 7 auf den neuesten Stand, sagt er gerade. Ja, aber trotzdem muss es funktionieren. Das ist da merkwürdig. Hi Loki! Danke. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie Probleme damit gehabt. Deswegen wundert mich, dass du so große Probleme damit hast. Du musst auch so große Probleme hast. Das hat ein PC-Hersteller installiert. Das war ja miese Arbeit dann wieder mal. Ein Laptop, Desktop-PC oder ein Laptop? Desktop oder Laptop? Es ist nicht der Laptop vom letzten Mal, oder? Mit dem ich schon mal geredet habe. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich weiß es auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Wenn es wieder der ist, dann würde ich mir Sorgen machen. Und so. Ich habe auch ein voll installiertes System, aber meins funktioniert aber frei. Mit allen Flash und Java installiert schon. Das war schon alles vorinstalliert, bevor ich das. Da brauchte ich gar nichts mehr machen. Ich habe meins bei Alternate gekauft. Ich kann nicht klagen, Loki, und selbst? Aber trotzdem, also selbst, wie gesagt, egal was wir jetzt annehmen, Fakt ist auf jeden Fall, das System müsste funktionieren. Weil es funktioniert ja bei allen anderen ja auch. Dass es bei dir nicht funktioniert, Mr. Tax, muss an irgendeinem Problem liegen. Desktop-PC, sagt er. Das ist auf jeden Fall völlig unnormales Verhalten, dass du Java und Dings nicht nutzen kannst.
Ich habe bei mir immer das Flash-Plugin, das stützt seit einiger Zeit ständig. Echt? Wie ja, schafft ihr das? Bei mir ist gar nichts. Ich glaube, das liegt mit dem Grafiktreiber zusammen. Hm. Hast du schon mal alles neu aufgesetzt? Ja. Also neu, selbst. Grafiktreiber neu. Halte ich ja eher aktuell die Treiber. Ja, gut, das ist bei mir auch, aber. Komplett neu benutzen zu dem. Weil im Grunde klingt das nach einem Fehler. Das würde fast nach einer Fehler. Okay, Steffen, das hast du aber selten bis jetzt, dass du ein Problem hast. Ich habe kein Problem. Mit meinem. Das Schiff ist bewusst schmal gehalten. Lang, aber schmal. Das ist auch nicht schlimm. Apollo schreibt gerade, mein Asus Win 8.1 Tablet hat einen User drauf. Alexander, den kann man nicht löschen. Das ist. Okay, ein unlöschbarer. Ja, aber trotzdem, Mr. Tux, das ist. Ja, ein Virus würde aber, wenn es, da würde ja schlimmere Sachen machen als. Als nur die Möglichkeit von Dingsinstallationen nicht zu ermöglichen. Das würde ja eigentlich, wenn es ein Virus wäre, würde man ja erwarten, dass der mehr macht als nur. Ja, aber sind auch nicht gerade die großen Ziele von sowas. Na eben, das würde ich auch sagen. Es gibt keinen Grund, warum ein Virus Flash oder Java blockieren sollte, weil die können ihm beide nichts anhaben. Ja, zumal das eine schöne Sicherheitslücken hat, in der Regel. Ja. Ach, trotzdem ist es seltsam, dass der beides nutzen kann. Also wenn er eins nutzen kann, würde man sagen, okay, aber beides? Das ist schon hart. Gibt es für Flash und Java nicht sogar schon eine Autoerkennung oder sowas? Auf der Homepage von... Ja, bei Flash auf jeden Fall. Java bestimmt auch. Also, Java kann ich nutzen. Ich muss halt nach jedem Update den Firefox neu machen. Plugins und so werden ja auch einfach hergezündet. Das ist ein Grinder-Schiff, was ich hier bastle. Ich zeig dir gleich mal, wie der Stand der Dinge. Ich bin gerade noch ein bisschen am Basteln hier. Das soll so schmal wie möglich sein, also vom Dings her nicht so hoch. Ich hab grad. Was denn? Das rote Schiff dreht sich ganz langsam in die Station. Ja, das darf soll. Ja, aber das backt rein, das macht nichts kaputt, das verschmilzt mit den. Hast du nicht den Reaktor wieder reaktiviert von dem roten Schiff? Ne, hab ich nicht. Ich glaube, der hat keinen mehr. Ich glaube, die sind schon abgebaut worden, alle. Die Reaktoren von dem roten sind an den Seitenteilen drin. Ja, die können beim roten nicht. Die sind beide ab? Ja, die sind beide ab. Wow. Dann bauen kleinen dran. Die Seitenteile sind nicht ganz ab, aber die Reaktoren wurden schon rausgebaut. Einen habe ich rausgenommen und der andere ist auch weg. Glaube ich zumindest. Oder? Ist da noch einer drin? Nee. Ich glaub nicht. Nee, der ist auch schon weg. Der ist auch schon weg. Hm. Sag mal, ich guck mal ganz kurz. Naja, stimmt. Ein bisschen zappeln tut's, aber nicht für mich. Ach, jetzt, ja doch, das zappelt ein bisschen. Also es ist nicht so stark, aber es ist definitiv. Warte, ich bring mal hier irgendwo ganz außen hinten mal einen kleinen Reaktor an. Ganz hinten. An einer prädestinierten Stelle. Und ich habe sogar alle Komponenten dafür. So, hol dir ein bisschen Uran, einen Moment. Aktuell ist hier gerade mal ein bisschen, dass alle Raffinerien ein bisschen am Arbeiten sind. Jo. Nur eine mit allem. Ja, das kannst du mal machen. Wir machen das kommt nach mit Alex sich nachher dann bestimmt wieder, wie ich ihn kenne, so hinregeln, wie er es gerne hätte. Ja, mal schauen. So, das sind alle. Heißen. Und die anderen nochmal, die Lichtbögen, die machen nur Eisenerz, ne? Und andere Sachen. Abfall.
Uran satt. So, na gut, wenn wir Uran satt haben, dann kannst du, ja, was du möchtest. Ich muss gerade Alex einmal sein Raumschiff wieder reanimieren. Kommt gleich wieder Saft. Saft, Saft für das rote Schiff. Was hat das rote Schiff denn für einen Verbrauch, wenn es... Oh ja, das war wirklich... Jetzt ist es definitiv... Aktuell nicht viel. Jetzt ist definitiv das rote wieder stabilisiert, also zumindest für mich. Die Auslastung muss ich mal gucken. Ja, sieht gut aus. Ja, da steht ja, was weiß ich. Prost, Loki! Lange das Schiff auskommt mit aktuellen. Vier Stunden. Also, noch viel Spaß mit Uransuche. Gut, das heißt natürlich, die 4 Stunden mit dem aktuellen Uran drin, ne? Also das heißt jetzt natürlich nicht... Nicht das, was jetzt gerade kommt. Ja. Ja, ich fliege noch eine Runde. Können auch tauschen, wenn du keinen Bock mehr hast. Nee. Ich nehme jetzt das Uranfeld, was ein bisschen mehr in der Sonne ist. Ups. Ach, das ist schon das, was... Falls euch wundert, die Schweißgeschwindigkeit ist 5-fach. Die meine Geschwindigkeit ist auch geändert, oder? Ich glaube nicht. Nee? Ich sagte ja, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, die kann man nicht verändern, oder? Doch, kannst alles ändern. Echt, kann man? Mhm, ja. Chat, hier scheint zu funktionieren. Ich bin frei. Yeah! Glückwunsch. So, meine Reaktoren reichen noch nicht so richtig aus. Ich habe zwar nur kleine verbaut, aber da müssen wir noch ein bisschen nachlegen. Gut, die haben natürlich auch alle kein Uran. Verbleibende Treibstoff 3 Stunden. Hm? Der verbleibende Treibstoff 3 Stunden. Bei dem großen Schiff meinst du jetzt? Ja, beim Mutterschiff. Ja, klar. Das Uran muss verarbeitet werden. Wenn du das Mutterschiff an einen Asteroiden dockst, dann kannst du im Prinzip alles ausstellen, außer die Raffinerien. Das würde ich nicht machen, da das zum Zappeln neigt. Deswegen müssen wir ja beim Rundschiff hier einschalten. Deswegen mussten wir beim Rundschiff ja wieder einschalten, weil es eben nicht so einfach geht. Ja, die verhalten sich alle ein bisschen instabil, nennen wir es mal so, wenn sie nicht fest sind. Keine Energie haben. So, ein bisschen Uran müssen wir noch klauen. 3 Stunden ist ja noch ein bisschen lang. Wie sieht es denn eigentlich aus? Wie sieht es denn aus? Lass mal kurz gucken. 3 Stunden und alle Raffinerien laufen auf ihr Uran. Das ist... Ja, das sollte reichen, ja. Ja, und ich bin jetzt auch schon ein bisschen... Also ich hole jetzt noch mehr Uran. Ich habe ein bisschen angebaut. Angebaut? Wie angebaut? Der Miner ist ein bisschen größer geworden. Aber nur ganz bisschen. Ich kann's auch nicht, der Mann kann es nicht lassen. Sicher. Wenn wir mal der Gigantismus. Stefan auf dem Miner, der ist aus kleinen Teilen gebaut, aber genauso groß wie der große. Wahrscheinlich, ja. Stefan und sein Gigantismus. Ne, der ist immer noch klein. Ich habe da nur zwei Bauköpfe dran gebaut. Ja, ich gehe Kabel drücken. Ups, ich kann nicht tippen.
Die Schleifer vom, die man ans Schiff baut, eigentlich schneller als der Handschleifer? Oh ja. Ich glaube ja, wir werden es gleich sehen. Ja, die gehen schneller. Vor allem, du kannst mit, dann mit mehreren, du machst mehrere parallel, sag ich mal. Ja, das stimmt. Du kannst tiefer schmeißen, also die überspringen auch gerne einen Block. Das heißt, du kannst quasi zwei in die Tiefe schmeißen. Echt? Das habe ich nicht gehabt. Ich habe eigentlich beim letzten Mal so das Gefühl gehabt, dass sie eine extrem kurze Reichweite haben. Aber vielleicht lag das auch... Das lag am Lag. Also ich habe also Schweißschiff ist definitiv die beste Wahl. Kann man eigentlich alles besser mit schweißen. Außer vielleicht das Innere eines Mutterschiffs. Ach, dazu habe ich Beatly gebaut. Hey, so ein kleines Minerschiff, was ich jetzt habe, mit einem richtigen Schweißerschiff, ist das innerhalb von ein paar Sekunden gebaut. So, mit meinem besonders langen, flachen, kleinen, schnell gebauten Griner geht es immer ein bisschen abwärts hier an meinem blauen Schiff mal ein bisschen an den Kragen. Vor allem müsste ich eigentlich direkt da, wo ich ziele, auch hinkommen. Mal gucken. Mal ein bisschen anditschen, ich will es nicht anditschen. Grinding ist übrigens auch verfünffacht, also deswegen geht das alles relativ schnell hier. Bin mal kurz auf Kampf. Yo! Sonst wären wir hier viel länger unterwegs mit dem Grinding dieser Raumschiffe. Aber ich glaube, Mining habe ich glaube ich auf 1 gelassen. Könntest du dann ja auch, wenn du alles andere höher stellst. Das ist jetzt noch, ja, noch möglich, aber bei Mining fand ich so schon schlimm, schnell genug, von daher habe ich es nicht weiter hochgestellt. Das ist so auch schon schnell. Wie du das mit deinem kleinen Miner schon ausgegraben hast da. Das Grind nur deswegen schneller gemacht, weil nachher deiner Stationentwicklung, dass wir da schneller ausprobieren kann, weißt du? Ja. Also es ist, also ich mache echt 3 Kreuze, wenn ich wieder einen Miner habe mit hier eigener Gravitation. Also schon mit der Station über mir, was quasi alle Erdstücke runterdrückt. Das heißt, alles, was normalerweise wegfliegen würde, kann ich dann immer noch einsammeln. Ja. Echt schon eine große Hilfe. Ja, das ist ja die wahre Kunst, einen großen Miner zu bauen mit wenigen Bohrköpfen. Das habe ich auch schon versucht, bis jetzt bin ich noch nicht so richtig. Es geht doch ratzifatzi jetzt hier. Hast du nicht dieses Blinken angestellt? Beim roten Schiff? Ja, beim blauen. So, ja, genau, beim blauen. Ist cool, ne? Das hast du denn eingestellt? Rot und dann schnell blinken, oder was? Ja, das habe ich schon eingestellt gehabt, als auch die Innenbeleuchtung, die blinkt. Das alles ist am Ding. Das habe ich eingestellt gehabt, als es Richtung Rammen ging schon. Ach so, okay. Ach, Gabriel. I'm sorry. Auch gerade auf Jobsuche. Alle auf Jobsuche hier. Man kann wieder froh sein, einen Job zu haben, ja. Das ist echt so. Oh ja. Vor allem einen, wo man gut von leben kann. Job finden ist ja einfach, nur von dem man nicht vom Hartz IV leben muss, das ist natürlich wieder schwieriger. Ja, das ist heutzutage alles so ein Thema.
mich gerade heute auch wegen Mindestlohn mit einem unterhalten, der sich darüber aufgeregt hat. Er hat sich über den Mindestlohn aufgeregt? Ja, er hat sich über den Mindestlohn aufgeregt. Bestimmt jemand, der schon drüber liegt. Weit drüber liegt. Darf man überhaupt jemanden als ablehnen wegen Behinderung, wenn es keinen Grund dafür gibt? Du kannst keinen Rollstuhlfahrer als Maurer einstellen, ne? Ja gut, das ist klar, aber weiß ich nicht, darf man das? Behinderte werden ja gerade in öffentlichen Bereich, Verwaltung und so weiter, werden Behinderte ja sogar bevorzugt bei gleicher Eignung. Ja, das ist ja auch. Ich bin ja persönlich ein Freund von den Bewerbungen, wo nicht erkenntlich ist, um was es sich handelt, sondern nur die Qualifikation, nur der Name, die Qualifikation und sonst nichts. Ja. So Blind Date-mäßig. Ja, wo es einfach, wo wieder herauskommt, weil ja auch Araber und so ja genauso beraten. Du kannst ein total geiler Türke sein, mit Qualifikationen fernab von Gut und Böse und trotzdem wirst du nicht genommen, weil sagen, oh, scheiß Türken. Das ist wirklich so. Und in England haben sie das gemacht, dass da jetzt viele Firmen auch diese Inkognito-Geschichte. Ja, ist ja auch. Finde ich auch voll in Ordnung. Wo es wirklich nur darum geht, ist der Mann ja wirklich der Ereignisse, egal wo der herkommt, ne? Also egal wo Herkunft und das finde ich auch sehr gut, ja. Und dann ist es völlig unerheblich, ob jemand behindert ist, ob jemand, keine Ahnung, transvestit ist oder schwul oder sonst was. Das sind ja alles Dinge, die heute tatsächlich immer noch eine Rolle spielen, was eigentlich gar nicht sein sollte, aber es spielt immer noch eine Rolle. So langsam muss ich an die wichtigen Teile von Blauen Schiff, dann springt wieder weg. Aber bei Rollstuhlfahrer muss ich sagen, weil ich jetzt ein bisschen. Ich fand es ja auch so geil. Ich verfolge ja auf Google Plus Raoul Krauthausen. Und der wurde letztens von der Bahnschaffnerin nach seinem Behindertenausweis gefragt. Und der Kerl hat ja nun Glasknochen, ist zwergenwüchsig, also der hat ja nun wirklich allen Grund dazu zu sagen, also ich bin jetzt keiner, der hier simuliert. Das finde ich dann auch immer so, er lächelt darüber, aber ich finde es immer so dreist, wo ich dann auch denke, das kann nicht sein. Wie behindert muss man denn bitte sein, damit man. Also, ich war ganz erschrocken, als er das geschrieben hat. Frechheit hoch 9. Sind sie wirklich behindert, ja? Gerade wenn du das siehst, wie der in seinem Rollstuhl sitzt, dann denkst du dir so, hallo? Wie kann man das in Frage stellen? Ich sitze freiwillig im Rollstuhl. Also. Oh Mann. Muss der Behindertenausweis bei der Bahn zeigen, weil die Schaffnerin ihm das nicht glaubte wohl, so in der Form. Dachte ich auch schon, ey, das kann es nicht sein. Aber ich meine, er nimmt es mit Humor, das muss man ihm den Kerl lassen. Gut, der ist ja dann auch schon, ich glaube auch schon Ende 50 oder Anfang 50, also auch schon. Wir da. Baby. Hier ist es warm, Franzi. Hier ist es nicht kalt. Colin, danke fürs Folgen. Oh, jetzt geht's los. Diese Gleichbogen steht nur auf dem Papier. Sobald du etwas mehr Hilfe brauchst, wie jemand anders, ist es ein Problem. Trotz Kontakt mit den Vertrauenspersonen, wusste ich gar nicht, für Schwerbehinderte. Ich sitze im Ehestuhl, kann nicht mal selbst per Hand schreiben, habe mich als Verwaltungsfahrerstelle bei der Stadt angemeldet, okay? Das habe vermutlich gerade schon selbst gehört. Oh, Mr. Tax, das ist ja fies. Ein Freund von meinem Vater hat sich mal wo beworben und wurde abgelehnt. Dann hätte er das gleiche Bewerbung nochmal eingeschickt, nur mit einem Bild, auf dem er kopfüber mit dem Klettern hängt und wurde genommen. Boah, was? Ein Bild? Er hat kopfüber beim Klettern gehangen und wurde dann genommen. So von wegen. Ja, es geht voll auf Äußerlichkeiten. Es geht nicht darum, ob das kannst. Das ist. Funktioniert jetzt eigentlich Fertigungsroboter in Dings zu stellen? Nein, bitte nicht. Theoretisch geht's schon, aber sie sind zum einen ein bisschen langsamer und das ist eine ziemlich hohe Belastung. Ja, dann lasse ich sie jetzt. Parallel zueinander. Als Raketenbehälter und so auseinanderlöten.
Wir machen diese Woche viel, viel Jobsuche, Praktikum jetzt eine Themen, was? Ein Themenwoche dazu und Kompetenzcheck und. Kompetenzcheck, was ist denn das? Das klingt schon merkwürdig. Ziemlich. Du bist doch in der Schule, Luca. Da sollten doch die Schulnoten eigentlich. Kompetenzcheck. Sind sie kompetent? Ich bin in der Schule. Sind sie wirklich kompetent? Was ist denn das für ein Schmarrn? Wie kann denn ein Schüler kompetent sein? Er weiß auch gar nicht, was er machen will. Und Steffen hat ein Virus gehabt. Ein Trojaner. Steffen. Auf welchen Pornoseiten haben wir uns denn wieder rumgetrieben? Er hat Java und Dingens abgekillt. Nee, es ist ein anderer. Das ist Mr. Tux, der dessen so. PC nicht funktioniert. Steffen Lave 2009. Dem sollte sowas eigentlich nicht passieren. Bin schockiert. Aber Loki, das ist ein bisschen merkwürdig. Kompetenzwoche. Das finde ich ja schon vom Namen her völlig blödsinnig. Denken Sie mal wieder was Neues aus. Sind Sie kompetent? Nö. Die absolute Kompetenz auf dem Bereich Inkompetenz. Ja. Oh, das ist ja scheiße. Mr. Tax gerade. Aber so Firmen machen auch noch Dummes. Mein Vater wurde fristlos entlassen. Ein Tag nach der Kündigungsfrist. Das Arbeitsgericht hat entschieden, dass es eine fristgerechte Kündigung sein muss. Die haben ihn ein halbes Jahr dann weiterbezahlt, ohne dass er auch nur einen Tag gearbeitet hat. Hätte ich den Ungefechter verklagen sollen. Kompetenzcheck heißt, was du kannst und nicht kannst. Also sagen wir freundlich um deine Stärken. Ach so. Das habe ich früher aber nicht gehabt, sowas. Ja. Ich bin im Gymnasium gegangen, ich weiß nicht, ob es da vielleicht einen Unterschied gibt. Früher war einiges anders, sag ich mal. Was macht man denn so einen Kompetenzcheck, Gabriel und Dings? Erzähl doch mal, was man da macht. Ich hab da echt keine Vorstellung, was das bedeutet. Soziale Kompetenz und so, okay. Gibt es da Tests oder... Was? Keine Pornoseiten? Steffen, das glaube ich ja nicht. Wird da ein Test gemacht oder ist da sozusagen die Erfahrung eurer Klassenlehre mit euch dann als Maßstab? Wie würde ich das vorstellen? Gibt es da ein Gespräch mit einem Berufsberater, der euch dann sagt, okay, du bist jetzt geeignet für keine Ahnung oder... Ich kann mir echt nichts darunter vorstellen gerade. Gas von mir aber auch nicht und ich bin ja noch nicht so alt. Sagt mir auch nichts, ich denke. Jüngste von uns drei. Genau, Stärken und Schwächen eines Menschen. Aber wer bestimmt das? Die Klassenlehrerin im Zuge der jahrelangen Erfahrung mit einem, wo man sagen kann, okay, du warst immer sehr, was ich, dies und jenes, aber... Ich überlege mal, was bei meinen Eltern, was bei meinen Lehrern rausgekommen wäre, wenn die mich nach meinen Stärken und Schwächen gefragt hätten. Was? 100? Da wird doch noch bezahlt für? Oh, den Kompetenzcheck mache ich auch. 100 Euro pro Nase? Was? Ja! Kosten 100 Euro pro Schüler. Die darf die Stadt blechen, sagte Loki gerade. Aber wer führt die durch? Wer kriegt denn das Honorar? Sind das irgendwelche externen Leute? Oder sind das irgendwelche Arbeitsamtmitglieder? Oder wer macht denn sowas? Ich mache sowas auch. Sowas kriege ich auch hin. Ah, ich habe mich verflogen. Wo ist das Mutterschiff? Ich habe nur 14% Energie. Was zur Hölle? Wo ist das? Ja, das ist... Ach, da. Durch Rollenspiele soziale Konfliktsituationen und so. Konfliktlösung und so. Ach du Scheiße! Und dann wird dann festgestellt... Das ist totaler Bullshit. Finde ich. Gibt's Sachen, die kannst du vorstellen? Es gibt so eine. Ja, vor allem, das bist Schüler. Also, das ist ja noch. Du bist ja noch arschjung. Das meine ich jetzt. Es gibt Sachen, die kannst du erst im Berufsleben.
Ja, eben. Zum Beispiel Teamarbeit ist auch so ein Punkt, das kannst du eigentlich erst im Beruf lernen. Ja. Weil nur weil ich gut mit anderen Leuten auskomme, heißt nicht, dass ich im Team arbeiten kann. Richtig. Ja, genauso. Ich kann super Team, super im Team externe, arbeiten. Externe Firma. Ich weiß meinen Job. Das mache ich auch. Was denn? Das kriege ich auch hin. Oh, ich glaube, das blaue Schiff fängt jetzt an zu treiben. Jetzt habe ich, glaube ich, ihm zu viele Triebwerke weggenagt. Auf welchem Schiff bist du? Den blauen. Oder an dem blauen. Auf bin ich ja nicht. Ich bin ja schon im Raumschiff und hier am meinen. Alex, wie weit bist du? Du hast die ganze Zeit jetzt auch schon rumgemeinert, ne? Rumgenagt, ne? Ja. Ist das Rote noch stabil? Ja, ich. Dann kannst du dir aussuchen. Wir haben jetzt alle Schiffe gebaut, darfst du dir auch ein Schiff bauen. Entweder du baust meiner Schiff oder das Beacon. Dann will ich mir direkt mal das Beacon-Schiff machen. Ja, dann viel Spaß. Haha, die kann man in der Schule nicht lernen, weil die Gruppenarbeit immer darauf hinausläuft, dass einer alles macht. Da spricht jemand aus Erfahrung. Ja, das haut ab, das Blaue. Ja. Setz mich da mal drauf. Vielleicht kann ich das ja davon abhalten, weiter nach oben zu treiben. Ja, das hat ja kein Triebwerk mehr, ne? Aber ich hab's abgebremst. Warte, ich geh mal weg. Ja, sieht so aus. Warte mal, ich nehme mal die großen Triebwerke noch weg. Das Wichtigste, wie sozusagen das Fleisch. Das Fleisch? Fleisch. Fleisch ist mein Gemüse. Damit hast du gerade alle Vegetarier und Veganer gegen dich aufgebracht. Genau, deswegen habe ich auch zwei Bücher zu Hause bestellt, die über Veganen sind. Das ist das Geile daran. Was? Da bin ich auch gespannt, was bei dir rauskommt bei deinem Kompetenz-Check. Die stellen heraus, Loki taugt nur zum Gamer. Was machen sie dann? Ich glaube, dann, wenn ein Profi-Gamer offiziell anerkannter Ausbildungsberuf ist, dann ist einiges anders da. Oh, da fliegt ein Stuhl. Den fangen wir noch ein. Hier wird nichts verschwendet. Deine blinkenden Lichter, die gehen so auf die Performance. Ja. Ja, weil sie die ganze Zeit eine Schattenberechnung auslösen. Wo sind eigentlich der Reaktor hier? Ich muss mal den Reaktor ausmachen hier. Wo ist denn hier der Reaktor? Der muss doch hier irgendwo noch sein. Der kann doch gar nicht so weit weg sein. Das Schiff hat ja noch Energie. Stefan, ich sehe dich. Nur weil ich im Menü bin, heißt nicht, dass ich dich nicht kommen sehe. Außerdem also, pass auf, die Bohrer machen Schaden zu Planeten. Nice. Ach, da ist der Nuklear drin. Nein! So. Komm her, komm. Okay, du hast gewonnen. Ich habe eine größere Reichweite als du. Was macht ihr denn da? Dafür habe ich mit seinem Bohrer bedroht, dann habe ich ihn abgeschliffen. So. Blinken beendet hier. Erstmal wieder reparieren. Ich geh nicht alle kaputt machen, Jungs, wir haben andere Probleme. Weiß nicht, boah, halb machst du das, da kommt er mit seiner Flex, hält die kurz dran, das Ding ist halb kaputt.
Ja, klar. Deine Titanflex. Alles klar, Steffen, danke dir. Also das mit den Kompetenztests, das ist ja zugegebenermaßen absoluter Blödsinn. Das finde ich ja nun. Und vor allem von einer externen Firma. Das ist ja dann noch das größte Hohn. Wenn es dann wenigstens, naja, das Blauschiff auf jeden Fall ist gleich. Jeder hat Stärken und Schwächen, das ist ganz klar. Gerade auch in welchen Bereichen er gut ist und welchen er schlecht ist, aber ich denke mal, solche Kompetenzen versuchen im Vorfeld festzulegen, ist ein bisschen optimistisch, ne? Ja, das finde ich schwachsinnig, wirklich. Zu unserer Zeit gab es sowas nicht. Der eine ist gut im Handwerklichen, der andere ist gut in Mathematik oder Physik oder keine Ahnung, schlag mich tot, Biologie. Aber. Ja, wenn das die gemeine ist, halt, sind das doch einfach wieder subventionierte Arbeitsplätze. Ja, wahrscheinlich. Warten. Okay. Oh, 50.000 Meter. Ja. Wie groß ist unsere Rekarte? 30. Ah, sehr schön. Sentaya, danke fürs Folgen. Ihr seht, das blaue Schiff macht langsam Faxen. Also das Wichtigste nochmal hier rauskramen. Ich muss mal kurz mich hier durch das blaue Schiff nagen. Das Raumschiff ist ja so gebaut, dass es das eigentlich machen könnte. Mein Grinding-Schiff ist ja so gebaut, dass er eigentlich Platz genug entstehen müsste. Wir schauen mal, ob es auch so funktioniert, wie ich es gedacht habe. Die wertvollen Teile sichern. Es geht echt gut. Ich habe es so gebaut, dass ich wirklich reinfliegen kann in so ein Ding, ohne große Probleme zu kriegen. So, ne? Was machst du denn wieder? Dragon Age spielen? Ja. Und versuchen wieder irgendwelche Leute zu vernaschen? Das hat sie doch mittlerweile geschafft schon. Das wirft natürlich gewisse Art und Weise von Fragen in ihrem Realleben natürlich auf, ne? In welcher Hinsicht? Naja, wenn sie so einen unglaublichen Spaß daran hat, irgendwelche Kerle, Entschuldigung, irgendwelche Frauen, die Kerle sind es ja, glaube ich, aufzureißen, dann wirft das schon gewisse Fragen auf. Ja, bei Inquisition gibt es garantiert auch wieder gleichgeschlechtliche Sachen. Ja, ja, natürlich. Ich glaube, wenn nicht, würden sich Fans auch beschweren, glaube ich. Wo fliegt das Blauschiff denn überhaupt hin? Mal kurz den Kurs testen. Und jetzt mal, ich baue jetzt ein bisschen Gold ab, weil wir haben ja Unmengen an Uran. Ja. Ich glaube, Gold braucht man kaum, ne? Doch, Gold brauchst du. Natürlich, ich sagen, wofür man Gold braucht. Die ganzen Elektronik-Sachen brauchen das. Die ganzen Motoren. Ja, Computer. Computer, Motoren, das brauchst du alles dafür, glaube ich. Brauchst du Gold. Motoren nicht, aber auf jeden Fall die Antriebskomponenten, aber davon dürfen wir auch haben. Ja, aber Computer brauchen alle Gold. Bergkraftkomponenten. Und Displays, Anzeigen. Was hast du? Spinale Muskelatrophie. Ach du Scheiße. Okay, das ist hart. Machen wir Trägerdämpfer aus, gucken, ob wir noch ein bisschen was retten können. Soll ich das Schiff wieder einfangen? Kannst es versuchen, aber ich glaube nicht, dass du es schaffst. Ich treibe so ein bisschen mit. Ja, das Problem hatte ich beim letzten Mal auch am anderen Spielstand. Ich hoffe nur, dass das nicht gegen das Mutterschiff treibt. Das ist das Wichtigste, aber es treibt, glaube ich, weg. Ich sehe dich noch gar nicht. Ich habe auch kein Beacon an, also glaube ich, du kannst mich gar nicht sehen. Nur visuell, aber du sagst, du hast Angst, dass es gegen das Mutterschiff prallt. Nee, du hast Richtung Mutterschiff.
Nee, nee, ist schon weg. Ich sehe es gar nicht, das Blaue, was ist das? Da sind immer Reste noch übrig. Das erklärt's. Ich schieße noch ein bisschen an, dass es, weg, dass es wegfliegt. Jetzt fliegt es, glaube ich, gegen das Unterschiff, oder? Ich bin auf dem Mutterschiff und ich sehe es blau überhaupt gar nicht. Wo ist es doch? Schräg rechts oben, schräg links oben von dir muss es sein. Ah, wenn du von vorne guckst. Rechts. Guck mal Richtung Station oder schräg links? Über dem Mutterschiff. Ach, da. Nee, ich denke, es treibt vorbei. Ich kann es von hier aus nicht beurteilen, ich säge mich da einfach durch. Ja, ich versuche es nur zu stabilisieren. Komm zurück. Naja, brauche ich erstmal aber nicht so viel. Machen wir ein kleines Grinding, während wir um dieses Schiff herumstreunern. Alles muss gesichert werden. Vorsicht vor meinen Grindern. Ja, das ist gar nicht so leicht, finde ich. Warte mal, ich gehe mal weg. Ich glaube, ich kann es eigentlich kaum noch halten. Wenn ich das P nicht mit der einen Taste erreichen kann, das heißt, du musst die Maus loslassen. Ich glaube, du kannst es nicht halten. Ich habe keine drei Hände, das ist das Problem. Das irgendwie mal auf einer anderen Taste legen. Also es ist, ich denke, ich kann, Ich muss das eben auf einer anderen Taste legen. Das ausgedacht hat, die über allgemein die Tastenbelegung von dem Spiel, ne? Ja, teilweise ist die. Ich mal weiter ab. Sind wir, ich war genug vom Mutterschiff weg, ja, ne? Ja, es ist denn da Fahrwerk, zack. Jetzt ist es noch schneller, vergiss es, das hältst du nie wieder. Also es ist halt für uns, für die Leute, sagen wir mal, die das Glück hatten, in Anführungsstrichen so geboren worden zu sein, wie Mutter Natur uns das bauen wollte, so will ich es mal nennen, ist es natürlich immer eine ziemlich schlimme Sache. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmes, was man sich vorstellen kann. Für uns im Rollstuhl, ich glaube, das hältst du nicht mehr. Das ist viel zu schnell. Das liegt bei weit bei 10 Meter, 10 Meter pro Sekunde. Weil die Drehgeschwindigkeit ist so groß, dass du hast dich kaputt. Wir schaffen relativ dazu zu wenden. Nee, das ist unmöglich. Das ist zu schnell. Die Eigendrehung ist zu schnell. Du reißt die Busse kaputt. Und von daher ist es für uns natürlich immer eine ganz schreckliche Sache. Aber wenn du geboren bist, das hat Raoul auch mal ganz, ganz, ganz gut gesagt, du hast ja keine Möglichkeit des Vergleiches. Verstehst du? Das hat Raoul ganz schön erklärt. Für uns ist es ein Unterschied. Wir können laufen und für uns ist Laufen normal. Und weil es für uns normal ist, ist nicht mehr laufen zu können, was unnormal ist. Für jemand, der im Rollstuhl geboren ist, ist Laufen unnormal. Ich weiß nicht, ob man das wird unsereins, glaube ich, kaum verstehen können. Aber für die ist die Vorstellung mit Beinen zu laufen, ist etwas, was wir gar nicht, das Gleiche, wie wir uns vorstellen würden, wir hätten keine Beine. So in etwa würde ich es wahrscheinlich vergleichen. Ich denke, ein gutes Beispiel ist Blindheit. Ja, genau. Sehen nicht. Der weiß nicht, was Sehen ist. Aber wenn jemand, der schon mal gesehen hat, sehen konnte und dann blind wird, für den ist es schrecklich, weil der weiß immer, dass ihm was fehlt. Ja, also genau so ist es. Jede Sekunde quasi daran erinnert, dass er es nicht mehr kann. Während jemand, der schon immer blind war, der weiß ja gar nicht, was ihm da fehlen soll. Er kennt es ja gar nicht. Er weiß, dass andere das anscheinend können, aber er kann sich ja nichts darunter vorstellen. Da gibt es auch diesen italienischen blinden Maler, der seit der Geburt blind ist und Gebäude und sowas malt. Der ist halt der Geburt blind. Ja. Geh mal weg, Stefan. Sonst rasiere ich dich weg. Ja. Aber ich denke mal, das kannst du vergessen. Das Ding ist verloren.
Ja, ich meine, das bisschen Metall, wir haben ja noch genug. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich werde mich hier noch ein bisschen durchgraben. Also kein. Aber wie gesagt, deswegen. An bei dir. Bitte? Man hat doch auch kein einziges Beacon oder Antenne oder irgendwas an bei dir. Nee, bei mir ist nichts drin. Ich habe das so schnell zusammengezimmert, da habe ich an Beacon natürlich nicht gedacht. Autsch. Ja, jetzt hau ich ab. Ist mir das auch zu heikel hier. Autsch, sagt er. Ja, ich habe hinten das verloren. Oh nein. Na, nicht schlimm. So, ab zurück zum Mutterschiff. Das Teil ist verloren. So. Und von daher ist es für uns, wie gesagt, es ist für uns in Anführungsstrichen normale. Es ist unglaublich, es ist unmöglich, sich das vorzustellen. Ich glaube, wer sich da wirklich informieren möchte, der sollte vielleicht das aktuelle Buch von Raoul lesen. Dachdecker wollte ich eh nicht werden. Ich glaube, so wie ich hab's gelesen, ich habe es relativ schnell gelesen, es beleuchtet natürlich nur einen Teil dessen, aber es ist ein bisschen hübsch dargestellt, wie man sich das ein Stück weit vorstellen kann, wenn man halt mit Glasknochen als Zwergwüchsiger und im Rollstuhl, das ist alles nicht so einfach, wie man damit leben kann. Und dass man genauso glücklich sein kann. Das ist halt nur für uns natürlich etwas völlig Unnormales. Aber ich finde es gut, dass Gabriel das jetzt richtig verkehrt habe. Das ist für mich natürlich auch nicht einfach. Und natürlich Behinderung zu vergleichen, zu sagen, was ist schlimmer, was ist nicht schlimmer, ist Blödsinn, das funktioniert nicht. Das ist der falsche Ansatz, Jungs. Aber ich weiß, dass es der normale Ansatz ist, ne? Das ist das, was wir halt kennen. So, wollen wir mal andocken. Ich habe eine ganze Reihe Zeugs mit drin. Was habe ich alles drin überhaupt? Gucken wir mal kurz ins Inventar. Ich habe ganz viel Gold eingeworfen. 6000 Stahlplatten, auch jede Menge Zeugs habe ich. Verbinder ist voll, Frachtcontainer ist fast voll. Haben wir Silizium oder sowas eigentlich? Oder gibt es irgendwo eine Solarzelle an der Station? Ne, Solarzelle, welche Station? An der, die wir abschalten. Solarstation, warte mal, ich habe, glaube ich, Solarpaline habe ich auch gebaut. Wo sind denn die? 128 Stück habe ich Solarzellen. Ja, ich bräuchte nämlich ein paar für meine Beacons. Jo, Kriste. Nachdem ich meinen Prototypen gerade im Weltraum geschossen habe. Gegengelaufen. Macht nichts. Hast du mir zurück eingefangen können oder komplett? Ich habe eine Blaupause erstellt und das zerlege ich ihn gerade wieder. Achso. Sind das eh nicht kompliziert, aber. Keine Ahnung, ich habe sowas nie gemacht. Einfach. Um das Schiff dazu bauen. So, ich muss gucken, wo ist denn der kleine Frachtcontainer? Packe ich dir den mal voll. Den müsste ich ja von hier erreichen. Fertigungsroboter. Kleiner Frachtcontainer, genau. Ist ja eigentlich alles durchdacht, was ich hier gebastelt habe. Oh, mal schauen. Man hat sich ja was gedacht dabei. Wo ist denn mein Frachtcontainer? Mein Verbinder? Du brauchst Solarzellen. Solarzellen sind im kleinen Frachtcontainer mit drin. Okay. Was haben wir hier noch? Irgendwas, was wir brauchen? Wie steuert man dann die Haltefüße auf dem Deck? Ist das über die Konsole hier, oder? Die sind, ich weiß auch nicht, die sind glaube ich noch nicht an. Die mache ich gleich mal an, warte mal. Also. Machen wir alles gleich. Ich bin erstmal dabei, den Frachtcontainer voll zu knüppeln. Okay. Mit Zeugs. Sind aktuell sind wir noch viel am Bauen. Ich packe den erstmal voll. Noch jede Menge Motoren. Anzeigen sind glaube ich das, was wir am wenigsten brauchen. Da habe ich 29 Stück jetzt wieder reingepackt. Ja, ich glaube, Anzeigen ist auch eher so was Nerviges. Das brauchst du fast nie. Und wenn du es fast brauchst, dann hast du es nicht. Genau. So kann man es am besten darstellen. So. Ich glaube, die interne Panzerung ist auch das, was man immer nie braucht, aber ich am meisten nervt. Viel, wenn du interne Geschichten brauchst. Ja, so. Auf jeden Fall, alles, was ich hatte, ist drin. Jetzt gehe ich mal kurz mein Raumschiff reparieren. Oh, da sind ja zwei Sachen kaputt gegangen. Wow. Da ist ja mal richtig geknallt hier hinten. Brauchen wir am besten viel Geld und ein großes Maul.
Ja, aber es ist halt für mich, also ich habe immer gesagt gehabt, wenn ich mal wirklich, wenn es irgendwie passiert, ne, man kann es ja nicht beeinflussen. Es kann ja passieren, Unfall, Querschnittsgelähmung und Bauf. Ich habe immer gesagt gehabt, das ist nicht der Weltuntergang. Das ist erstens schwer, klar, aber ich kann trotzdem immer noch viele Dinge machen, die ich, so wie Basti, ich würde dann halt viel Sport machen und so. Um zu versuchen, halt ein bisschen wieder Lebensfreude zu erwerben. Also das ist für uns und für mich wäre das ja praktisch, ist das ja natürlich was ganz anderes als jetzt für jemanden, der, so wie du, Gabriel, halt das Glück nicht hatte. Praktisch, ja, normal klingt so scheiße. So wie alle anderen. Ja, Noch nicht viel so wie besser. gedacht, zusammengebaut halt auf die Welt kommt. Von daher Irgendwas mit einfach, der einfach anders ist. anders. Anders klingt aber auch anders, wollte man, glaube ich. Ich glaube, Dings mögen es nicht, wenn man sie anders nennt. So, Fahrwerke. Was mit dem Fahrwerk? Warum sind die eigentlich an? Ich mache mal die automatische Sperre mit ein bisschen weniger Dings an. Jetzt sind sie blau. Du musst näher ran, um damit zu wirken. Problem ist, du musst dran drücken, wenn man die angeht. Glaube ich. Ich traue mich nicht, da anzutitschen. Ich auch Brauchen nicht. wir, brauchen Ich wir, besser brauchen wir, getuscht. brauchen wir irgendwelche So, Ressourcen? jetzt gucke ich mal ganz kurz. Sind euch Ressourcen. Defizite aufgefallen in unserer Ja, Ressourcensammlung? jawohl, Chef, ich gucke. Lassen Sie mich kurz einmal einen Blick in unsere. Ja, simpel habe ich jetzt ein bisschen Gold reingeworfen und haufenweise Uran. Eisen werden wir wohl kaum brauchen. Erstmal. So, wir haben jede Menge Uran. 3300 K. Oh ja, Uran haben wir jede Menge. Das ist so sehr fein gemacht. Habe mich gefreut übers Lob. Und Ein wenig seltsam, wenn ich das so anmerken darf. also wir haben 8 Lichtbogenöfen, die nichts zu tun haben. Also sollten wir mal versuchen, was Lichtbogenöfen machen kann. Das ist Kobalt, ne? Kobalt kann auch mit Lichtöfen gemacht werden, oder? Ich glaube schon. Ja. Dann suchen Sie Kobalt, bitte. Ja, Woher mit brauchen wir für Vergnügen. Motoren? Kobalt brauchen wir für Motoren. Motoren sind für alle. Brauchen wir für alles. Bin schon ganz kribbelig. Dann ist gut. Och, gab ich jetzt sogar einen Anwalt, meine Fresse. Alter, heutzutage ist ja echt, naja. So. Was Alex macht, by the way, ich habe es ja gesagt gehabt, ist ein solargetriebenes eine Boje, ich würde es eher Beacon. als Beacon zu entwickeln, dass wir dann über die Asteroiden stellen oder an die Asteroiden ranbappen lassen und dann halt entsprechend. Braucht er auch Nickel, der Lichtbogenofen? Oh, Nickel ist etwas, was wir nicht so häufig Der macht brauchen. nur 3 Sachen. Es ist Eisen auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, Nickel nicht. Ich nehme mal ein bisschen Nickel mit. Ja, Weiß schon auch gar nicht, für was. was braucht man Nickel. Oh Gott, ich werde es bereuen, ich sehe es jetzt schon. Ich bringe meine Antenne bei mir dran. So. Wenn man mein Schiff auch Bitte wiederfindet. verriegel. Oh ja, es hat verriegelt, sehr schön. Ich sterbe. 4%. Yeah. Hüp, hüp, freu. Trägheit. Hat Nickel dieselbe Farbe wie Eisen? Ich habe keine Ist, Ahnung. glaube ich, ein bisschen dunkler. Das ist eher so ein bisschen ins Dunkelbraun. Eisen ist ja eher so rötlich. Ja, das ist ja auch ziemlich rötlich. Oder das Nickel hängt. Ach, das hängt da mittendrin. Ja, ich hab's schon. Das hängt mit Eisen zusammen. Irgendwie Okay. dummer Zufall. Ja, hier, Gravi-Dingens da funktioniert nicht auf kleinem Schiff, ne? Ich glaube, der Zündgranate, nein. Da müsstest du eine zusätzliche oder irgendwas. Ja, nee, da habe ich keinen Platz. Und die Verbinder sind ja relativ praktisch, weil damit kannst du auch große und kleine Sachen verbinden. Einen Verbinder und da dann nur diesen Gravigenerator dran schmeißen. Ja, genau. Normalerweise müsstest du den einfach quasi an
dranhängen können und fertig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe seltenerweise bis jetzt meinen Anwalt gebraucht, ehrlich gesagt. Aber es ist krass, dass es bei euch so ist. Weil der große Erdsensor hat deutlich mehr Reichweite. Das stimmt, ja. Ja, das ist nehme ich davon mit, 6 Stück. Wie hat das eigentlich die Reichweite von den... Von den Bojen? Ja. 50.000 Meter. Ach, das reicht. Ist aber interessant, dass es egal, ob große oder kleine Boje, die haben beide 50.000 Meter, laut der Wiki, die ich gefunden habe. Das kannst du, glaube ich, auch einstellen, wie die Sendereichweite, oder? Ja, es kommt auf unseren Lieferwort davon. Ja, okay, stimmt. Ja. Das ist wie bei Antenne wahrscheinlich, je höher die Reichweite, desto höher ist deine Lieferung. Na, gucken, das ist auch logisch. Wie viel Reichweite wir mit einer Solarzelle hinbekommen? Also eine kleine Solarzelle macht bei voller Leistung 30 kW, glaube ich. Immerhin. Und die Boje braucht 10 kW. Auf was maximal ich kann's Sende Leistung. Ich habe hier einen Prototypen stehen. Loki. Hier stimmt sogar gar nicht. Also die Solarzelle hat, hat aktuell Maximum 10,14 kW. Die Boje hat 10.000, okay. Maximum ist 15, dann brauchst du 10 kW. Ich habe keine Ahnung, deswegen habe ich dich daran gesetzt, du bist da der Tüftler für sowas. Ach, das geht? Oh, nee, okay, passt. Die Solarzelle gibt nicht mehr Energie, also zeigt nicht mehr ab an, als sie als Verbraucher gibt. Ja, das machen, glaube ich, die Reaktoren aber auch, glaube ich, ne? Die machen auch so, die geben nur so viel Energie ab, wie sie brauchen, ne? Wie gebraucht wird. Ich glaube, deswegen, da sparen die auch immer Energie. Ich habe die Reichweite auf Maximum hochgedreht von der Boje und die Solarzelle hat automatisch auf 10 kW Output hochgedreht. Das ist so schön. Also sprich, jetzt auf Maximum Leistung hat die kleine Boje 50.000 Meter Reichweite. Na gut, das wird ja wohl reichen. Also, hat deine Mutter schon eine Boje oder eine Antenne? Ja, eine Antenne. Da sollten wir vielleicht eine Boje noch ins Mutterschiff schrauben, dass wir auch wieder zurückfinden. Hat der Antenne nicht genauso viel? Ah, nee, der Antenne hat nur 10.000 Meter, ne? Ja, ich glaube. Ja, ich glaube. Zumindest die Boje ist ja kein Funknetz, also sie sendet nur. Die Boje kann ich empfangen. Und die Antenne kann senden und empfangen. Achso, wir haben sie direkt noch nicht drüber gemacht, ehrlich gesagt. So, die Antenne ist auch, ist auch interessant, wenn du einzelne Module auf dem HUD einblenden möchtest. Wenn du wissen willst, was weiß ich, dieses Triebwerk, welches Triebwerk ist dieses genau, dann kannst du es auf dem HUD einblenden. Ja, genau. HUD-Einblendungen werden auch nur gesendet mit einer Antenne. Ja, ein Beacon da unten einzubasteln ist das kleinste Problem. Okay, wollen wir bei Gelegenheit machen. Da habe ich jetzt nicht gedacht, aber mein Gott. War ja auch nur ein Tipp. Kriegen wir hin. So, jetzt schon. Oh, Kobalt noch nicht gefunden, dann. Ja, und siehst du, das ist nämlich der Punkt. Das ist nämlich einer von den Rohstoffen, die sehr schwer zu finden sind. Du kannst dir auch gleich die GPS-Daten dann merken. Ein Stück weiter. Hallo, die sind alle so weit weg. Das ist klar, aber... Ja, dann, ich hab nicht die Antriebspower. Achso. Ja, ich kann ja meiner, gleich, wenn wir jetzt... Der ist nicht auf so große Welten ausgelegt, aber ich werde hier mal ein bisschen... Ich glaube, ich habe genug im Inventar, um Triebwerke zu bauen. Oh, hier ist ja ein Fuß dran. Fix zwei neue Triebwerke angebaut. Ja, es schafft der Generator natürlich nicht mehr. Und gerade noch. Na komm. Ich will dich noch. Ja, sehr schön.
Ja, aber. Wie groß ist das? 30 Kilometer. 30 Kilometer, das reicht eigentlich aus. Also man kann es ja auch unendlich machen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich unendlich machen sollte. Ich habe schätzt, aber ich weiß gar nicht wann, mir mal so einen Server angeguckt. Das ist toll, das sieht total leer aus. Aber wozu? Ich möchte es ja hier voll haben, ich möchte ja hier überall Sachen haben. Ich weiß nicht, wozu ich eine unendliche Welt brauche. Also es ist irgendwie. Dieses Feature ist mir noch nicht so ganz geheuer. Also ich meine, es soll ja. Mit 80 Leuten auf den Server geht oder so. Ich meine, es soll ja mal irgendwann Aliens und sowas geben und Fraktionen und alles mögliche. Da macht es vielleicht die Größe der Welt Sinn, aber. Ich denke, unendliche Welten werden auch nur im Singleplayer Sinn machen. Weil ansonsten wirst du dasselbe Problem wie bei Minecraft haben. Du musst ab einem bestimmten Punkt die Welt begrenzen, weil. Ich denke auch hier, die Welt wird. Das ist unser neuer Server-Host, ja, genau. Ja, stimmt. Ja, vor allem, ich weiß auch nicht wozu. Also, ich müsste es ja. Ich finde ja, man muss es ja irgendwie mit Inhalten füllen. Was ist das mir, wenn ich eine riesen leere Welt habe, wo ich zwar rumreisen kann wie ein Bekloppter, aber nichts passiert? Das ist ja so ein bisschen das, was ja bei Elite Dangerous immer so bemängelt wird. Riesenuniversum, 400 Milliarden Sonnensysteme, aber nichts los, so in der Form. Das wäre dann ja praktisch bei Stats und ja genau das gleiche Problem. Gläser haben sich richtig hier in die Station reingebohrt. Ich habe ein Kobold-Vorkommen entdeckt. Ein Kobold? Cool. Kobold. Ich wollte schon sagen, was Kobold gesagt. Da habe ich gesagt, hey, der Goldtopf ist da. Ja, wir haben ausgesorgt. Mittendrin. Ich habe mich jetzt einfach mal reingebohrt und jetzt versuche ich das auszuhöhlen. Ja, Kobold ist schwierig. Also Kobold ist wirklich ein schwieriges. Viel schwieriger Rohstoff, den man finden kann. Ja, aber letztes Mal auch schon das Problem gehabt, dass es immer wieder schwer war. Das geht. Also ich konnte jetzt rein, einfach mich reinbuddeln, sag ich mal, so 30 Meter unter die Oberfläche. Und jetzt fange ich an, hier eine Höhle zu buddeln. Das Problem bei diesen verbeulten Teilen ist, man weiß nie genau, wo man anfangen kann zu sagen. Ja, das stimmt, das weiß ich auch. Aber selbst dann. Ich bin dann lieber dafür, eine neue Welt zu machen, sozusagen weiterzuziehen. Und als. Kann es sein, dass das rote Schiff sich bewegt? Ja, ne? Rote Schiff? Das rote. Ja. Wird ziemlich viel gerade. Wundert mich eigentlich, hat auch Triebwerke hinten dran. Hat es noch? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, aber er hat doch welche gehabt. Sehe gerade keine. Also von meiner Position aus. Das würde eventuell das Treiben erklären. Bisschen. Ein kleines bisschen. Dann machen wir nochmal ganz kurz eine schnelle Nothalt einlegen. Und dem roten Raumschiff noch ein kleines Triebwerk gönnen. Das hat ja so viel Aufmerksamkeit erhalten. Ich bring's auseinander und es kriegt trotzdem noch Aufmerksamkeit. Kann das Rotschuss sich nicht beschweren. Ups, das war falsch. Wow. Triebwerkskomponenten. Das sind die Scheiße. Autsch. Ich muss tatsächlich ein Triebwerk hier abbauen.